Ja, und da sind wir wieder im Loading Screen schon bereits zum dritten Erklärungsvideos. Heute befassen wir uns mit dem meiner Ansicht nach komplexesten Teil, nämlich dem Level-Item-System-Kartensystem und dem Deckbau. Am besten zeigt man das zunächst mal ingame und danach zeige ich euch, wie erstellt man ein Deck zusammen, was harmoniert mit wem, was kann man machen, was ist überhaupt möglich, was ist überhaupt erlaubt laut Spielregeln. Ja, mit dem Skillen, das hatten wir ja schon, da nehmen wir jetzt einfach den Standard. Und jetzt, wenn wir uns unser Item-Bereich angucken, hier ist noch meine Standardtaste immer noch G. Da haben wir manchmal verschiedene Decks vorgeschlagen, die von Anfang an drin sind. Bei diesem Helden Gideon ist das Starterdeck vorhanden. Das wählen wir dann aus und schon sehen wir, wir haben verschiedene Karten. Minions are spawning. Ja, wir lassen ihn erstmal ausreden. Und hier oben stehen lauter Zahlen dran. Das sind Werte dieser Karten. Wir haben momentan drei Kartenpunkte. Wir haben noch drei von drei, das heißt, noch nichts ausgegeben. Und logischerweise, man kann sich jetzt gleich was ganz Großes holen, was einem mehr Mana gibt oder mehr Schaden oder sonst irgendwas. Ganz am Anfang empfiehlt. Am Anfang empfiehlt es sich aber auf jeden Fall, einen Heiltrank und einen Mana-Trank zu nehmen. Man kann sich jetzt überlegen, nehme ich noch einen Schlüssel mit, damit die Kollektoren schneller gebaut werden oder eben nicht. Manche sparen sich das. Ich nehme ihn aus Gewohnheit einfach immer mit. Ja, und dann fliegen wir mal los in unserem Reisemodus. Und ich werde jetzt einfach ein klein bisschen was spielen. Ein bisschen Kartenerfahrungspunkte bekommen und dann euch zeigen, wie das ganze Kaufsystem funktioniert. Weil es gibt sowohl die Ausrüstungskarten als auch deren Aufwertungen, was es dann logischerweise etwas komplexer und komplizierter macht. Ja, wie schon erklärt, wir wollen am liebsten den Last Hit kriegen, sofern möglich. Aber ich bin jetzt nicht der Last Hit König, das gebe ich auch gerne zu. War ich noch nie, werde ich nie sein. Ja, und jetzt sehen wir, wie sich links unten langsam der Kartenerfahrungspunktebogen füllt. Was nehmen wir denn dann? Nehmen wir das hier. Ja, und wie ihr seht, man kann dann immer schnell den Heiltrank aktivieren oder den Mana-Pot. Der regeneriert einen für die Dauer, so lang wie der Cooldown rum ist, das heißt 15 Sekunden lang. Und diese Item verbrauchen sich nicht, das heißt, wenn die drei Charges leer sind, wie ihr sehen könnt, haben die drei Charges, dann kann man sie sich wieder in der Basis auffüllen lassen. Also eigentlich relativ praktisch. Wie ihr seht, haben die Sammler nur einen Charge, das heißt, wenn dieses Charge verbraucht ist, dann muss man sich den neuen Charge wieder in der Basis gönnen. Ah, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Jetzt war ein bisschen low. Noch ein Heilungspot rein. Unser Herz schlägt auch schon wie wild. Ja, jetzt gehen wir ganz kurz back base. Also man hat auch logischerweise die Möglichkeit, sich zurück zu teleportieren. Dann seht ihr auf jeden Fall, es füllt sich sofort wieder auf. Und schon geht's weiter. Weil wir haben keine neuen Punkte bekommen. Man startet immer mit drei Kartenerfahrungspunkten. Außer es ändert sich irgendwann etwas. Und diese haben wir jetzt noch nicht erweitern können.
Wäre nicht besser im Last Hitten, hätten wir vielleicht schon welche gehabt, aber da fliegen genug EP jetzt rum. Das müssten jetzt unser. Und da haben wir jetzt schon unsere ersten Punkte mal gesammelt. Ich will mal insgesamt 6, bis ich auf 9 bin, um auch das mit den Aufwertungen besser erläutern zu können. Wie man sieht, wurden jetzt noch keine Kollektoren von irgendjemandem von uns platziert. Natürlich könnte ich jetzt auch in den Jungle gehen, wenn ich wollen würde, aber ich bleib lieber auf der Lane. Da haben wir momentan ja auch unsere Ruhe. Das ist auch gerade angenehm. Ja, und mit den Fähigkeiten und den Skills, da seht ihr ja lauter kleine Pünktchen oben dran. Also bei meinem Q und. Das war jetzt nicht nett, ich wollte gerade Last Hitten. Bei meinem Q und E-Skill sind 5 Pünktchen oben dran. Das heißt, ich kann diese insgesamt 5-mal skillen. Bei meinem R, meiner linken und meiner rechten Maustaste habe ich nur 3 Punkte. Das bedeutet in dem Sinne. Diese kann ich dann nur 3-mal skillen, ganz klar. Man kann sich nie komplett voll skillen. Also, Moment, 1, 2, 3 Punkte. Also theoretisch, wenn man sich ganz voll skillen wollen würde, müsste man Level 18 erreichen. Da das Maximum aber 15 sind, geht nicht mehr. Oh, mal kurz die Ulti. Farmen wir ein bisschen die Gegner, nicht die Creeps. Und wie ihr seht, man kann die Spells auch positionieren, unterschiedlich, je nachdem, was für einen Helden man hat. Gut. Ja, nun habe ich aber genug. Ich gehe mal Backbase. Meine Heilungspots sind eh leer. Und schon sind wir wieder zurück. Und wir können uns jetzt mal überlegen, eine größere Anschaffung zu machen. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist es am sinnvollsten für uns zu holen? Natürlich ist das das Starterdeck. Das heißt, das sind so die Standardsachen, was immer praktisch ist. Zum Beispiel hier, dieses gibt hier mehr Mana, standardisiert, Lebenspunkte und schon mal 2,5% verringerte Abklingzeit. Auf der rechten Seite hier habt ihr die ganzen Daten eures Helden. Bisher haben wir zum Beispiel 0% verringerte Abklingzeit, Mana-Regeneration ist verfälscht, weil wir uns momentan ja in der Basis am Brunnen befinden. Und jetzt steht hier noch voll aufgewerteter Bonus. Wenn dieses Item alle drei Aufwertungslöcher, alle drei Aufwertungsfelder belegt hat, dann bekommt man das, was dort noch steht. Das heißt, weitere 2,5% verringerte Abklingzeit. Ich wähle jetzt einfach das, weil Mana und Leben ist nie verkehrt und ich sage, okay, ich möchte jetzt generell noch mehr Leben haben. Dann seht ihr aber, was es jetzt dann dort verändern würde. Oder ich sage, ich will mehr Mana haben. Da ich ein Zauberer bin, will ich logischerweise viel Mana haben. Und ja, gehe sofort wieder auf die Lane. Das heißt, so funktioniert das ganze System. So füllt man sich dann langsam seine Kartenbereiche. Das heißt, man kauft sich eine Ausrüstungskarte. Ja, es empfiehlt sich, ein Item immer komplett fertig zu machen. Also ich müsste jetzt mein Pendel, also das Item, was ich gerade gekauft habe, komplett
beenden, bevor ich jetzt ein neues anfange. Also ich muss es nicht, aber es empfiehlt sich, dass man natürlich diesen voll aufgewerteten Bonus zusätzlich noch bekommt. Weil man möchte ja versuchen, so gut es geht, aus seinen Items was rausholen zu können. So, mal gucken, ob wir da jetzt gleich einen Kill drauf kriegen. Ja, könnte hinkommen. Nein, er ist rausgekommen. Schade. Dann rennen wir jetzt mal hinterher. Gucken, dass wir nicht ein bisschen zu greedy werden. Nee. Schön geschafft. Es sind ja zum Glück Computer. Ich will jetzt nämlich noch ein Level erreichen. Dann zeige ich nämlich noch was anderes. Ein paar Kartenpunkte brauche ich noch. So, ich habe Kartenpunkte weitere gesammelt. Ein weiterer Anmerk, ihr könnt auch einkaufen, wenn ihr tot seid. Das heißt, ihr braucht nicht erst shoppen, wenn ihr wieder lieberlebt seid, sondern auch wenn ihr gestorben seid, könnt ihr währenddessen einkaufen gehen. So, jetzt habe ich hier, wenn ich jetzt auf mein Item hier unten klicke, dann wird mir angezeigt, was kann ich alles reinrüsten. Ich habe jetzt hier noch ein paar Sachen mit 2er-Punkten und 1er-Punkten. Jetzt möchte ich aber noch zweimal leben. Gehe einmal rein und sehe, okay, jetzt habe ich nur noch einen Punkt übrig. Ich kann aber auch jetzt sagen, zum Beispiel den Schlüssel, den brauche ich nicht mehr, den entferne ich jetzt. Dann nehme ich ihn raus, habe somit meine Punkte wiederbekommen, den er wert war. Und kann sagen, wir gucken jetzt mal hier, 2,5% haben wir noch. Das heißt, ich rüste das noch weiter auf und bin jetzt bei 5% hier. Das bedeutet, ich habe jetzt diesen voll aufgewerteten Bonus noch zusätzlich bekommen. Ein Nachteil ist jedoch, wenn man etwas entfernt, verschwindet es für immer. Das heißt, überlegt euch gut, bevor ihr etwas aus eurem Inventar hier unten raus entfernt. Angenommen, ich würde jetzt das hier entfernen, verschwindet sowohl die Ausrüstung als auch sämtliche benutzten Erweiterungen bzw. Aufwertungen. Das heißt, wirklich genau drüber nachdenken, was entfernt ihr, was behaltet ihr. Das Maximalste, was ihr an Karten, Erfahrungspunkten sammeln könnt, sind 60 Punkte. Das wird jetzt auch noch gleich wichtig, weil zum einen, man kann hier einsehen, in der Tabelle, wie viele Kills haben wir jeder gesammelt. Hier unten stehen die Gesamtkills, die Gesamttode des Teams, die Gesamtassists, die gesamten Last Hits oder die einzelnen eben und hier durch diese Kollektoren eingesammelten Erfahrungspunkte bzw. Kartenerfahrungspunkte. Hieran sieht man so gesehen den Farm eines jeden Helden. Natürlich, je höher die hintere Zahl ist, desto gefarmter ist er. Zum Beispiel, wir sehen hier, Dagger hat 18 Punkte, was relativ viel ist, wenn man sich anguckt. Feng Mao hat 9 nur. Und hier sieht man auch, wie hat jetzt wer schon was sich ausgerüstet. Sowohl die Teammates als auch die Gegner. Ja, das heißt, wenn hier einer 60 erreicht hat, hat er sein Maximum erreicht. Also das heißt Level 15 im normalen Level und hier unten Level 60 bei Karten Erfahrungspunkten ist dann das Maximum erreicht. Gut, damit verlassen wir mal die Partie. Das war zunächst mal kurz die Erklärung zu, wie funktioniert das Kartensystem, wie funktioniert das Skillungssystem damit. Damit das Video nicht allzu lange wird, mache ich hier einen kleinen Cut. Das bedeutet, so viel zum Thema Kartenskillung, Karten benutzen im Spiel. Im nächsten Video befassen wir uns dann mit der Deckzusammenstellung. Wie baue ich mir mein eigenes Deck zusammen, weil man kann nicht nur die Starter-Decks nehmen, man kann hier auch sich eigene Decks im Profil zusammenstellen und dann im Kampf verwenden, dass man nicht nur die Starter-Decks nimmt, sondern auch Decks, die man zum Beispiel hier durch Kartenpackungen erhält.
die man sich dann für Ruf kaufen kann, und den Ruf gewinnt man durch Spiele von Partien. Aber viel mehr, wie gesagt, dazu in der nächsten Folge, beziehungsweise im nächsten Video. Schaltet auch auf jeden Fall da wieder ein, wenn euch interessiert, wie kann ich Kartendecks erstellen, worauf muss ich beim Kartendeck erstellen achten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und auf Wiedersehen.